Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film News hier auf der Filmfabrik. Wir befinden uns immer noch in den Vorbereitungen zu den Throne Weeks und deshalb ist die heutige News auch wieder kurz und knackig. Und mit Game of Thrones wollen wir auch gleich beginnen, denn die Laufzeiten der 7 neuen Episoden der 7. Staffel wurden bekannt gegeben. Das klingt für viele erstmal recht unbedeutend, aber die neue Staffel wartet mit gleich 2 großen Überraschungen auf. Die Laufzeiten der letzten beiden Folgen sind nämlich mit den 71 Minuten der 6. Episode und 81 Minuten der 7. Episode die längsten der kompletten Serie. Bisher war die finale Folge der 6. Staffel, Winds of Winter, mit 69 Minuten die längste Folge überhaupt. Ihr seht also, obwohl die 7. Staffel nur 7 Episoden hat, bekommen wir trotzdem längere Laufzeiten pro Folge. Und nochmal zur Info, die Throne Weeks starten am 22. Juni und die 7. Staffel von Game of Thrones am 16. Juli. Vor kurzem haben wir euch ja auch von den geplanten Game of Thrones Spin-Off-Serien berichtet, die HBO gerade entwickelt. Bisher wird an 5 Serien gearbeitet und HBO-Programmchef Casey Bloy stellte jetzt klar, dass wahrscheinlich nur eine der 5 realisiert werden wird, nämlich die beste. Man sollte nicht damit rechnen, dass jedes Quartal eine neue Game of Thrones-Serie erscheinen wird. Blois sprach im gleichen Zug auch immer nur von Prequels und nicht Spin-Offs. Eine Serie, die nach der Handlung der Hauptserie spielen wird, wird somit wohl nicht entwickelt. Wolltet ihr schon immer einmal in einem Harry Potter Film mitspielen, dann gibt es jetzt die einmalige Chance, denn für den 2. Teil von Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, werden jetzt junge Darsteller für die Rollen von Newt Scamander, Leta Lestrange, Gellert Grindelwald und Albus Dumbledore gesucht. Für Newt und Leta sucht man nach Schauspielerinnen und Schauspielern für das Alter von 13 und 16 und bei Grindelwald und Dumbledore nach Schauspielern zwischen 16 und 18 Jahren. Das klingt doch schon sehr interessant, da werden wir wohl auch mehr über die jungen Jahre von Dumbledore erfahren. Vor längerer Zeit wurde ja auch schon bekannt, dass Jude Law den erwachsenen Dumbledore spielen wird. Leider haben wir diese Woche auch eine sehr traurige Nachricht für euch, denn der amerikanische Schauspieler und Synchronsprecher Adam West ist im Alter von 88 Jahren an den Folgen seiner Leukämieerkrankung verstorben. West wurde vor allem durch die abgefahrene Batman-Serie und den dazugehörigen Film Batman hält die Welt in Atem aus den 60ern bekannt, denn er verkörperte den damals noch nicht so dunklen Ritter von Gotham. Ja genau, da kam auch das berühmte Anti-Haifisch-Spray drin vor und die vielen Bams und Pows. In den letzten Jahrzehnten hatte er vor allem Kurzauftritte in TV-Serien und viele Rollen als Synchronsprecher. Seine Rolle als Bürgermeister von Quahog in Family Guy dürfte den meisten von euch wohl am bekanntesten sein. Folgende Filme starten diese Woche in den deutschen Kinos. Das Biopic All Eyes on Me über den weltbekannten Rapper Tupac Shakur. Außerdem das Oscar-nominierte Drama Loving mit Joel Edgerton und Ruth Negga. Und zu guter Letzt der neue Film des DC Extended Universe, Wonder Woman mit Gal Gadot und Chris Pine. Natürlich starten diese Woche auch wieder ein paar Serien. Auf Sat.1 startet die 1. Staffel der Serienumsetzung von Rush Hour, auf Netflix wird die 2. Staffel von The Ranch veröffentlicht und auf Amazon kommt die 2. Staffel von 12 Monkeys. Kommen wir zu den Kurznews. Wonder Woman, über den wir gerade noch geredet haben, hat jetzt schon einen ersten Rekord eingefahren. Die Comicverfilmung, in der Patty Jenkins Regie führte, spielte am Startwochenende ganze 103,3 Millionen US-Dollar ein. So viel hat bisher noch kein Film eingespielt, der von einer Frau inszeniert wurde. 50 Shades of Grey von Sam Taylor Johnson stand bisher an der Spitze mit etwa 85 Millionen US-Dollar Einspielergebnis am Startwochenende. Glückwunsch! Fans der Star Wars Parodie Spaceballs, aufgepasst! Zurzeit gibt es eine Reihe von Auktionen, bei denen man Originalrequisiten aus dem Film von 1987 ersteigern kann. Darunter auch der von Schauspieler Rick Moranis getragene Helm von Lord Helmchen. Der ist derzeit schon bei stolzen 14.000 Dollar angelangt. Einen Link dazu findet ihr in der Infobox. Die HBO-Serienadaption der Sci-Fi-Dystopie Fahrenheit 451 nimmt langsam aber sicher Formen an. Als Hauptdarsteller wurde bisher Creed-Star Michael B. Jordan gewonnen. Außerdem mit dabei sind jetzt Michael Shannon, bekannt als General Zod in Man of Steel, und die Mumie und Kingsman-Darstellerin Sophia Boutella. Der südafrikanische Regisseur Neil Blomkamp konnte bisher vor allem mit seinem Debütfilm District 9 überzeugen, visuell sicherlich auch mit Elysium und Chappie. Des Weiteren hat der gute Mann ein paar sehr interessante Kurzfilme produziert, die sich alle im Sci-Fi-Bereich ansiedeln. In einem Interview mit The Verge verriet der 37-jährige Regisseur, dass er an einem Spin-off zu District 9 arbeite. Hoffentlich klappt das, da würde ich mich nämlich sehr drüber freuen. Was auch immer klappt und worüber ihr euch freuen könnt, sind die Videos der Filmfabrik. Wenn ihr auch der Meinung seid, könnt ihr uns auch gerne einen Daumen nach oben geben und weitere Videos anschauen. Zum Beispiel unseren Vlog zu den Throne Weeks, in dem wir euch zeigen, wie wir uns auf die nächsten Wochen vorbereiten, Skripte vorschreiben und hin und wieder auch ein bisschen Scheiße labern. Das Video solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen.
Vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts zu abonnieren, auf Patreon vorbeizuschauen und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Jonas.